Ach du Kacke. Gutes Rennen. Dein Stil gefällt mir. Aber bei den Typen musst du aufpassen. Bis dann. Jo, hau rein. Na, du Angeber. Ich find's gut, dass du dich hierher traust. Wirklich. Ich bin nämlich schon ganz scharf auf deinen Wagen. Du weißt doch, dass du deinen Wagen setzen musst, um gegen einen Blacklist-Fahrer anzutreten, oder? Und genau deshalb riskiert das sonst auch keiner. Ich warte auf dich. Jojo. Man sieht sich gleich. Heute gegen die Nummer 15 der Blacklist. Was haben wir? Ach, wieder hier. Na, sowas. Ja, wie läuft deine Karre? Die Papiere. Und deine Papiere. Der ist gefährlich. Pass gut auf, er rammt dich, wenn's sein muss. Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Ey, konzentrier dich. Er hat eine Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. So, dann wollen wir mal, lieber Razor. Zeig mal, was in deinem Mustang steckt. Jo, perfekter Start, cool. So, jetzt hängen wir den aber ab. Oh Mist, ich glaube, jetzt bin ich einen Umweg gefahren. Oh, das ist gleich. Ich glaube, das ist gleich, ne? Nee, oder? Nee, dicker Umweg. Mist. Oh, bremsen. Bremsen. Ach du Kacke. Alter, scheiß Bäume. Scheiße, das müssen wir kriegen. Mist, das war ja totale Kacke. Ja, war auch klar, da hätte mich dein Kollege auch eben aufgreifen können. So. Zentrale, Charlie 14. 10,96 bei einem Verdächtigen, alles weitere später. Ah, sehr gut, ich find's gut, dass ihr mir helft. Komm, den kriegen wir. Ups. Fordere zusätzliche Einheiten an. Ja. Mehrere Verdächtige. Wo denn? Ich sehe nur zwei Street Racer. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Ja, wie viel Bodeneinheiten habt ihr eigentlich, ey? Müsst doch auch langsam ausgehen. So. Das war's wieder aufs Rennen konzentriert. Ich hab ihn verloren. An alle restlichen Einheiten. Letzter Sichtkontakt so, zum Fahrzeug. Sind die wohl. Umliegendes Gebiet wird abgesperrt. Einsatz ist weiterhin Code 6. Und wir sind wieder Erster. Das trifft sich doch schon mal sehr, sehr gut. So, und komm. Hey, an deiner Karre stimmt was. Nein, nicht schon da wieder. Nein! Lass mich zu Ende fahren. Du musst das Rennen schnell beenden, okay? Nein, nein, ich kann's doch schaffen, komm. Yo, was war das denn? Ey! Nein! Scheiße. Wir hatten ja unseren Wagen gesetzt, weil er gegen einen Blacklist-Fahrer antritt. Danke für die Karre. Für dich ist die Blacklist eine Nummer zu groß. Hey, wo bleibt denn die Kohle? Was ist passiert? Der Typ macht doch nur Show, sonst nichts. Sie gehört mir, klar? Und ich werde sie jetzt erstmal richtig einfahren. Hart und mit Vollgas. Hey Mia,
Schätzchen! Die Gewinner sind doch hier drüben. Cops! 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 Zum Bus geht's da lang, Chef. Die Undercover-Jungs hatten dich fast. Aber jetzt bin ich das. Autsch. Hey, wo ist deine schicke Karre? Ja, die ist weg. Wen interessiert's? Da, wo er hingeht, braucht er sie nicht. Und die schweren Jungs warten schon auf dich, Baby. Einige Zeit später. Ah, die gute Mia. Da freue ich mich doch. Steig ein. Ich weiß, sie konnten dir nichts nachweisen. Naja, ohne Wagen kannst du ja auch schlecht Rennen fahren. Razor hat dich gelinkt. Er wollte nur deinen Wagen. Und das Schlimmste ist, er ist Nummer 1 auf der Blacklist. Und das mit deinem Schlitten. Um wieder dabei zu sein, musst du dir einen Namen machen. Rennen gewinnen und Kopfgeld kassieren. Ich habe für dich eine Unterkunft klargemacht. Aber erstmal brauchst du was zum Fahren. Hey Ed, hier ist Mia. Ein guter Freund kommt mal vorbei. Tu mir einen Gefallen und hilf ihm. Danke. Du hast was gut. Okay, ja, dieser Kack-Razor. Na gut, wir dürfen uns jetzt erstmal einen Wagen aussuchen. Was nehmen wir denn? Hat viel Beschleunigung, wenig Höchstgeschwindigkeit. Ja gut, wir haben ja eigentlich hauptsächlich kurvenreiche Strecken. Den können wir uns nicht leisten. Ja, dann nehmen wir den Fiat. Ja. So. Hey, ich bin's. Check deine Karte. Fahr zu dem Ort, von dem ich dir erzählt habe. Wir treffen uns dort. Jo, alles klar. Nee, wollte ich doch gar nicht. So, wo geht's denn lang? Ach, da. Okay, also das ist jetzt zwar, sag ich mal, kein Vergleich, ne? Aber, naja, es geht. Also der Fiat, man kann ihn fahren. Das ist ein gutes Anfangsauto. Der Golf war $5,000 zu teuer. Das war so klar, dass er da nicht durchkommt. Ach, Alter. Ah, da ist er doch schon. Unser neuer Unterschlupf. Teilnahmesystem. Achte bei der freien Fahrt durch die Straßen der Stadt auf Shop und Rennsymbole. Durch sie als Zugang zu den Shops und Rennen. Wenn du dich einem Symbol näherst, wird das Teilnahmesystem in der linken oberen Bildschirmecke aktiviert. Okay, alles klar, gut zu wissen. Cool, du hast es gefunden. Wie geht's dir? Ja, geht so. Stell deinen Wagen hier ab, kannst dich wie zu Hause fühlen. Und untertauchen, wenn es dir zu heiß wird. Wenn du Razor deinen Wagen nicht freiwillig überlassen willst, hast du noch ziemlich viel vor. Du musst dich in der Blacklist hocharbeiten und alle anderen Fahrer besiegen. Aber zuerst musst du versuchen, überhaupt wieder in die Blacklist reinzukommen. Fahr das richtige Event, sammel genug Kopfgeld und du kannst einen Fahrer aus der Liste herausfordern. Hast du sie alle geschafft, gehört Razor dir allein. Cool? Ich werde dich wieder nach oben bringen. Ich rufe dich an, wenn es was Neues gibt. Bis dann. Hau rein. Nächster Gegner, Blacklist 15. Wer ist das? Hosen Sonny. Das Sonnenkind. So. Lebenslauf, das hier ist Sonny, hat verdammt viel Zaster in seinen Schlitten gesteckt. Die Kiste ist eine echte Rakete, also wundere dich nicht. Er versucht immer als erster die neuesten Teile an seinem Wagen zu haben. Alles klar. Das Sonny. 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 Sonny.
Product Placement, ne? Cooler Schlitten. Das ist der Golf, ja. Yo. Sonny. Yo, was hast du denn? Gucken wir erstmal. So, also ich erkläre es mal kurz. Hier sind die Rennen, die wir absolvieren müssen, um gegen ihn zu fahren. Hier müssen wir die Meilensteine absolvieren. Also ich glaube, wir brauchen, glaube ich, irgendwie nur 2 Stück oder so. Aber das können wir jetzt mal nachgucken. Moment. Nee, da nicht. Da steht's, erreichte Meilensteine. Genau, da steht jetzt Rennsiege 3, erreichte Meilensteine 3 und wir brauchen 20.000 Kopfgeld. Das heißt, wir machen jetzt erstmal die Meilensteine. Zack. So, Ramme nach 25 Uhr flüchte, um den Meilenstein zu erreichen. Probier ich mal. Tutorial Verfolgung. Die Rockport Cops wollen uns fertig machen. Die sind überall. Je länger die Verfolgung dauert, desto stärker steigt dein Fahndungsstatus. Je höher dein Status, desto mehr Cops. Wenn's einmal eng wird, rase einfach in Objekte auf der Straße. Ich nenne das Verfolgungsstopper. Triffst du einen, ist der Cop entweder außer Gefecht gesetzt oder muss anhalten und sich um das Chaos kümmern. Es funktioniert, glaub mir. Jeder Verfolgungsstopper ist mit einem entsprechenden Symbol markiert. Um den Fahndungsstatus deines Wagens zu senken, versteckst du ihn einfach eine Weile. Dann interessiert er die Cops nicht mehr. Soll dein Fahndungsstatus schnell sinken, fahr in einen Shop und bau deinen Wagen um. Karosserie, Lack, ganz egal. Hauptsache, dein Wagen wird nicht erkannt. Senk deinen Fahndungsstatus schnell, indem du deinen Wagen wechselst oder tunst. Okay, alles klar. Also wenn ich so ein Ding umfahre, muss der Cop anhalten, um das Chaos zu beseitigen, anstatt erstmal den Flüchtling zu kriegen. Gut. Was geht, Bulle? Komm mal her. So. Eine. Ruf mal deine Kollegen. Ich muss da einen von rammen. Das Fahrzeug ist ein weißer Sportwagen. Der wird zu hohem Tempo und wird immer schneller. Ja, ruf mal deine Kollegen. Der Typ ist zu fliehen. Bleib dran. Ich hole ihn ein. Der Typ ist völlig unbeeindruckt. Brauche Verstärkung. Was bin ich? Okay, verstanden. 3-1. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Ja, wo sind denn hier deine Amigos? Schließe mich der Verfolgung an. Versuche, zu ihnen zu kommen. Mal sehen, ob er dann vom Gas geht. Schlage Ferien. Das ist der zweite. Straßensperre. Er durchschaut alle meine Tricks. Nein! Komm her. So. So, jetzt nehmen wir uns das Ding hier links. Ja, ist ja ungezogen. 10-4, Bravo 3-1. So, dann halt mal an wegen dem Chaos. So, wir verstecken uns jetzt. Geh weg. Aber er kann noch nicht weit sein. Ja, hast recht, aber ich verstecke mich jetzt trotzdem. Alle Einheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Scheiße. Zuletzt wurde der Verdächtige gesehen in Richtung Norden. Ja. Hillcrest vorbei. Umliegendes Gebiet wird abgesperrt. Einsatz ist weiterhin kurz. Oh cool, direkt 2 Meilensteine geholt, weil wir auch diese innerhalb von 2 Minuten abhauen. Stand da gerade. Okay, wir kassieren jetzt richtig viel Kopfgeld. Boah, 12,5 schon, wir brauchen 20 Euro, wir haben schon über die Hälfte jetzt, ey. Geil. Grundregeln für die Fuffo-Cops. Ja, wer das mal lesen möchte, ich lese das jetzt nicht alles vor. Ich scroll jetzt einfach runter, der hält jetzt einfach das Video an. So. Zack. Fertig. Verstanden, Zentrale. Oh, ich habe ein SMS. So, das war das von mir. Nein. So. Gehen wir mal direkt in den Unterschlupf. Gucken uns das nächste Rennen an. So, was hast du noch?